Ich habe euch hier ein Bild von mir gezeigt, wie ich aussah, nachdem ich 40 Dinger in 2 Tagen gefressen habe. So, ich würde hier mal auf ein paar Fragen eingehen, die mir in Bezug auf dieses Bild gestellt wurde. Erstens mal, hätte ich ab und zu oder nur selten Dinger gefressen und hätte diesen Session gehabt, ich hätte das niemals überlebt. Niemals hätte ich diese Session überlebt. Aber zu der Zeit habe ich extrem oft extrem viele Dinger gefressen. Nicht nur am Wochenende zum Feiern, nicht nur auf Party oder After Hours, sondern generell während der Woche, manchmal direkt nach dem Aufstehen habe ich mir Teile gegeben. Und somit war mein Körper zumindest schon mal etwas daran gewohnt, extrem viel zu nehmen. Und dadurch hat sich dann so ein gewisses Spiegel aufgebaut. Aber dennoch, mit Spiegel oder ohne Spiegel, 40 Teile, das ist einfach verrückt, ja. Und demnach habe ich mich auch danach so gefühlt. Ich hatte danach wochenlang eine sehr krasse, depressive Phase gehabt. Weil mein Endorphine und mein Dopaminhaushalt nicht nur verbraucht war, sondern im Minushaushalt war. Und dadurch hatte ich wirklich wochenlang extreme, krass Depressionen. Zudem hatte ich auch so körperliche, ja, ich kann es nicht anders sagen, wie es ist, so körperliche Spastiken gehabt für ein paar Wochen. Ich weiß nicht, wer von euch das weiß, aber auf meinem anderen Kanal hier habe ich ja die ganze Geschichte erzählt. Also wie die Story war, wie es sich angefühlt hat und. Und ich hatte da so richtig extrem krasse Zuckungen, Lähmungen und diese, auch wo der Turn dann vorbei war, sind diese Zuckungen und alles sind wochenlang noch geblieben. Und ich habe wirklich Angst gehabt, dass ich es jetzt voll verkackt habe, dass das jetzt mein Leben lang so bleibt. Glücklicherweise hat sich das dann nach ein paar Wochen dann wieder gelegt. Ich hatte dann auch so etwas wie so Blitze im Kopf die ganze Zeit, ja. Ich habe dann mitgekriegt, das nennt sich Zaps. Also es ist wirklich eine Sache, das nennt sich Zaps. Und das ist, weil unser Gehirn probiert, Serotonin auszuschütten. Aber wenn es schon verbraucht ist, ja, durch diese ganze Teile, dann fühlt sich so an, als würde man Blitze im Gehirn haben. Ja, und das hatte ich auch noch weitere Tage gehabt. Ich dachte, das wäre sowas wie ein Hirnschlag. Ja, also ich war für mich ganz klar sicher, dass es so etwas wie kleine Hirnschläge war. Aber danach habe ich rausgekriegt, okay, es gibt halt diese sogenannte Zaps. Und das fühlt sich an wie so Blitze im Gehirn. Aber das absolut krasseste, was ich seitdem hatte, war Schlafparalyse. Seit dieser Session war es dann so, dass ich diese Schlafparalyse hatte. Also sprich, bei Schlafparalyse ist das so, dass man schläft, und man wacht auf, also man kriegt alles um einen herum, man ist richtig wach, aber man kann seinen Körper nicht bewegen. Ja, also man liegt wirklich da und das ist so beängstigend, ja, weil du kriegst alles um dich herum mit, kannst aber deinen Arm nicht bewegen, kannst nicht aufstehen, du liegst einfach da. Ja, und ich habe echt gedacht, das war's jetzt, ja. Und das hatte ich, also seit dieser Session, bis ich inhaftiert wurde, etwa 2 Jahre später, hatte ich immer diese Schlafparalyse gehabt. Fast jedes Mal, wo ich gepennt habe. Die Sache ist, ich habe ja weiterhin Teile konsumiert. Ja, weiterhin, obwohl ich diese krasse Erfahrung hatte, habe ich ja trotzdem weiterhin genauso das gemacht, wie ich davor auch gemacht habe. Also habe ich auch meinem Körper überhaupt nicht die Möglichkeit gegeben, sich irgendwie zu regenerieren. Erst wo ich dann inhaftiert war und nicht mehr konsumiert habe, hat sich das dann alles regeneriert und auch mein Schlaf hat sich regeneriert, so dass ich dann nicht mehr diese Schlafparalyse bekommen habe. Aber mir ist aufgefallen, danach, wenn ich so einmal im Jahr oder einmal alle 2 Jahre mal feiern war und mir da ein Ding gegeben habe,
Am nächsten Tag wieder Schlafparalyse, ja. Und das war bis jetzt jedes Mal so gewesen, bis heute. Und da habe ich mir auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Schädigung verpasst seit diesen 40-Teilen-Session.